Zugegeben, noch herrscht keine Farbenpracht auf Berlins Wiesen, doch die ersten Knospen sind definitiv nicht mehr zu übersehen. Nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch in der Tierwelt hat es sich längst herumgesprochen, dass am 1. März der meteorologische Frühling Einzug in die Hauptstadt gehalten hat. Bei den Berlinern herrscht Vorfreude auf die steigenden Temperaturen. Viele haben ihre eigene Art, sich für den Frühling zu rüsten. Ich kaufe mir ein paar kleine Blümchen für zu Hause. Mit einer Diät. Das war nach diesem Jahreswechsel einfach fällig. Wahrscheinlich erstmal ins Hallenbad gehen, ein bisschen schwimmen, ein bisschen Thermobecken und danach warten, bis der Sommer dann kommt und ich ins Freibad gehen kann. Selbst wenn das Wetter noch zu wünschen übrig lässt und die Terrassen der Restaurants vorläufig menschenleer bleiben, sehen ganz besonders die Gastronomen der warmen Jahreszeit hoffnungsvoll entgegen. Alle haben natürlich sich darüber gefreut, dass die ersten Sonnenstrahlen da sind und man merkt es, glaube ich, schon in jeder Hinsicht auch, dass da jetzt der Frühling durchaus jetzt ein Zeichen gesetzt hat und die Gäste natürlich auch froh sind, dass sie nach draußen können. Was auf den Wiesen noch zu wenig blüht, findet man in den Blumengeschäften umso mehr. Denn der Natur einen Schritt voraus zu sein, bringt gute Umsatzzahlen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, die ersten Knospen fangen schon an, so ein bisschen grün zu zeigen. Und das, was wir machen, ist, wir greifen ihnen schon ein kleines Stückchen vor, haben die Farbe im Laden und die Leute sind im Teil, also unsere Kunden sind einfach in der Stimmung und kaufen Frühling in diesem Augenblick. Einen noch zögerlichen Frühlingsgruß erlebten am Mittwoch zumindest jene, die sich trotz mancher Regentropfen in die Natur wagten, um abzuspecken, sich sportlich zu betätigen oder einfach um Zeit miteinander zu verbringen.